Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play Sins of the Solar Empire. Lasst mich nur kurz gucken. Ja, das dachte ich mir schon. Upsi. Aha. Das stimmt ja, die... Aha. Jetzt lass mich da mal gucken. Muss ich jetzt alles einstellen? Ah ja, so. Änderung speichern. Weil ich habe ja einen neuen Monitor und muss jetzt alles ändern. So. Schaut schon ganz anders aus. Jetzt dürfte sich das... Nein. Sind's auch so was, so. Lasst mich das doch bitte mal transformieren. Anpassen? Jetzt passt's. So. Nehme ich überhaupt auf? Ja, ich nehme auf. Aufnahme läuft. Ton ist da. Es ist immer so wichtig. Gut, dann wollen wir auch gleich loslegen. Ich bin so gespannt, wie jetzt alles ausschaut, weil jetzt ist ja alles kleiner, ne? Ich bin jetzt auf einem Bildschirm mit einer höheren Auflösung. Das heißt, ich könnte mehr sehen, bin weiter draußen. Die Knöpfe werden vermutlich kleiner. Ich habe mal ein Video gesehen, das war lustig. Das war extrem lustig. Ich hoffe, das Spiel ist nicht zu laut. Aber das kann ich jetzt nicht nachschauen. Ist wahrscheinlich nur die Musik am Anfang. Es wird schon irgendwas. Wieso bewegt sich... Wow, wir floaten durch die Galaxie. Wow. Schaut euch das an, wie langsam. Wow. Als ob das Universum dahin expandiert. Ich habe mal ein Video gesehen, wo jemand, ich glaube, 16 TFT-Monitore mit dieser Auflösung aneinander, also nebeneinander, zu so einem Mega-Monitor zusammengeballert hat. Ich weiß nicht, wie man die alle an eine Grafikkarte anstellt. Keine Ahnung, aber es ging. Und der hat, glaube ich, Anno gespielt. Die Minimap war Erwin im rechten unteren Bildschirmrand von diesen 16 Bildschirmen, die er halt so in einem Raster aufgebaut hat. Und es war so winzig, man konnte nicht sehen, das Baumenü. So unglaublich schmal unten komplett an der Ecke. Ey, wenn du die Hotkeys nicht kennst und Minimap halt gar nicht, das ist ein riesen Handicap, ne? Aber ich fand's eigentlich ziemlich lustig, das mal zu sehen. Was ich auch lustig finde, ist, dass ich nicht weiß, wo mein Hauptplanet ist. Ich glaube hier. Ist das mein Hauptplanet? Hauptplanet, ja, jetzt ist es wieder richtig. Verstärkung, greift in die Schlacht ein. So, ich sehe tatsächlich ein bisschen mehr. Die Musik ist wieder absolut geil, kann man nicht anders sagen. Ich habe hier alles zerbombt. Ich glaube nicht, dass ich noch eine ganze Stunde brauchen werde. Oh, das ist gut. Wo denn? Ah, was? Feindliche Truppen haben eingetroffen. So, Kapazitäten, Planet erforschen. Unsere Flotte wird angegriffen. Wo? Bauwerk komplett. Ach komm, das bisschen. Ich habe doch hier sicher die Sternenbasen. Ja, genau. Übrigens, jetzt ganz wichtig. Ich möchte wissen, ob Leute noch Sins of the Solar Empire schauen. Ich weiß, es sind immer so 10, 15 Leute. Das ist in Ordnung, kein Thema. Aber ist da überhaupt Interesse da? Ist da wirklich Interesse da? Es ist natürlich schwachsinnig, die Leute zu fragen, die es auch schauen. Trotzdem bleibt mir da nicht viel anderes übrig. Ich habe auch das Infovideo gemacht, wahrscheinlich habt ihr es kurz gesehen, wo ich so ein bisschen darüber sinniere, ob ich Sins wieder rauskicken soll oder nicht. Ich weiß auch, ja, mach was mit deiner Community. Das war auch ein schöner Vorschlag, das will ich nicht abwerten, auf gar keinen Fall. Das finde ich sehr schön, dass mir das zugetragen wurde. Aber ganz so einfach ist es für mich halt dann auch wieder nicht, ne? Ihre Befehle, Kommandant? So. Deswegen, naja, tät mich trotzdem mal interessieren, wie schaut das aus. Also ich muss sagen, wenn das so klein ist, kann man gar nicht mehr die Schrift so gut lesen. Das ist schon ein bisschen doof. Ich finde das sehr bedauerlich. Komsat hat Feinde im Anflug erfasst. Bin mal gespannt, wie das bei StarCraft wird. Verstärkung greift in die Schlacht ein. Aber ich glaube, da ist das weniger ein Problem. Naja, wird mal sehen. Planet erforschen. Da gab's mal ein Hotkey für. Bauwerk komplett. Ah ne, das war hier oben, dieses Suchen. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Ja, da war dieses Suchen. Suche nach Sternenbasen, so war das. Dann kann man sich hier schön durchklicken. Wunderbare Technik. Glaube ich zumindest. Oder war das ein Tab? Dann war es ein Tab, war's. Ich drück dauernd Space und denk mir, wieso geht da nix? Hier zum... Beispiel. So.
Kann ich zurückgehen? Ja, das nicht ging. Ich freue mich immer wieder, wenn ich das neu herausfinde für mich, dass ich auch zurückgehen kann. Das finde ich absolut cool. Nichts Wertvolles wurde gefunden. So, den da noch. Ihr Freund und Helfer. Da hoch. Wir sind bereit. Nehmen wir jetzt mal alles mit. Freund und Helfer. So. Da haben wir 77. Machen wir das. So. Gleich zu gleichen Teil. Die sind jetzt eine Flotte. Planetenentwicklung abgeschlossen. Obwohl mir hier noch ein paar Schiffe fehlen. Aber ich glaube, ich muss jetzt keine ausgewogene Flotte mehr bauen, weil wir können schon so viele Planeten. Also das ist ja geldmäßig. Und hier guck, was machen wir gerade? Hier, Einkommen 300 pro Sekunde. Nichts Wertvolles wurde gefunden. Ah, aber 350 gehen wieder weg. Ja, okay, dann haben wir 100 pro Sekunde. Ist aber gar nicht so viel. Naja. Das ist so groß, dass meine Planetenanzahl, dass das seht, wenn ich jetzt weggehe, seht das nicht. Aber diese Striche unter den Planeten. Das geht weiter, aber wird mir nicht mehr angezeigt, was das Einkommen von Handelsposten und Zeugs und Blubs ist. Ich sehe es nicht, weil ich zu viel Zeug habe. Das ist lustig. Das ist lustig. So, welche Planeten sind noch nicht gedingsbumselt? Hier erforscht. Ah ja, hier. Nicht ausreichende Metalle. Ja, 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 die Metalle. Immer die Metalle. Fiss mal. Aha, hier haben wir ja noch gar nichts gemacht. Ah ja, lustig. Lustig, lustig, lustig. Nichts Wertvolles wurde gefunden. Ja, wie immer halt, ne? Trotzdem kann man mal suchen. Heutzutage würde man noch googeln sagen. Obwohl ich nicht glaube, dass die Leute in diesem Universum googeln. So, fliegen die? Ja. Planetenentwicklung abgeschlossen. Bald, bald, bald. Also ich baue mich jetzt hier noch schön auf. Ne, die brauche ich nicht, die habe ich schon und eine reicht mir, ne? Ich kann keinen zweiten Titan bauen. Ich könnte zwar irgendwo so einen zweiten hier, Setos, könnte ich als zweiten Heimatplaneten bauen, den ich dann umwandle mit dem Hauptplaneten-Upgrade, falls der hier jetzt verloren geht oder falls ich es brauche oder. Aber ist vollkommen wurscht. Ist egal. Hier finde ich ganz interessant, dass hier noch diese ganzen Minen sind. Die werde ich wahrscheinlich auch nie los. Es bringt nichts mehr ein, das Empire anzugreifen. Aber wie auch so das Planetenschutzschild. Ah, ein Schildgenerator. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Ah, interessant. So schaut er also aus. Cool. So, fliegt sie ja jetzt endlich mal. Springt's doch. Ich weiß nicht, warum er sagt, durchs Weltall fliegen. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Ist es fliegen? Wieso fahren Ballone? Weil das hat ja, soweit ich weiß, mit irgendwas zu tun, wie die Beschaffenheit dessen ist. Berechne Sprungkoordinaten. Auf oder durch, dass man sich bewegt. Oder? Also ich bin jetzt echt kein Typ mit gutem Allgemeinwissen. Aber so ein bisschen philosophieren darf ich, ja. Hoffe ich. Und von dem her, ja, ne? Weiß ich nicht. Warte mal, ich kann doch sicher auch die Planeten irgendwie durchgehen, oder? Wenn ich anpinne. Ich finde entwickelbar. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Ja, die Notfallstrukturen. Die kann man natürlich überall machen. Nicht ausreichende Metalle. Ja, die Metalle. Mehr Kristalle benötigt. Gut, machen wir doch Kristalle. Nicht ausreichende Metalle. Dann machen wir noch mehr Metalle. Planetenentwicklung abgeschlossen. Na los. Mehr Kristalle benötigt. Ja, ja. Mehr Kristalle. Wow, wie teuer ist das denn? Wow, so. Finde mir entwickelbar. Der da? Naja. Wir sind bereit. So, die sind jetzt gesprungen. Jetzt geht's dann da hoch. Wow, was für eine Flotte! Die ganzen Jäger! Boah, gibt's euch mal die ganzen Jäger! Boah! Krass! Das ist ja schlimmer als ein Hornissenschwarm! Alter! Dem folgt man jetzt mal. Hey, wir haben gewonnen! Dann sind wir ja fertig! Haben sie aufgegeben, das war's. Stark. Also das ist tatsächlich eine sehr kurze Folge. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich nochmal eine Dings Sins of a Solar Empire aufnehmen soll. Ich denke mal.
Ich denke mal, aus meinem aktuellen Standpunkt heraus mache ich da jetzt Pause. Das heißt nicht nein für immer und auch nicht für die nächsten Monate oder so, aber ich würde gern erstmal ein bisschen jetzt die Kommentare abwarten, wie das Videos von der Woche, die ich jetzt hochlade. Und je nachdem kann ich ja dann noch schnell das nächste starten und aufnehmen. Das ist zwar nicht die beste Lösung, aber die Möglichkeit habe ich. Dauert ja nicht zu lange, die eine Stunde. Und dementsprechend beende ich die Aufnahme jetzt auch hier. Unbedingt nochmal schreiben, mit welchem Volk ich, wenn ich denn spielen werde. Ich weiß es noch nicht. Kann es noch nicht versprechen, spielen soll. Vielleicht starte ich auch nochmal XCOM 2. Ich weiß es nicht. XCOM 2 habe ich einmal durchgespielt, aber nicht im Iron Mode, man. Du Heiliges, die Musik laut. Bäh. So, besser. Ja, nicht im Iron Mode, Man Mode, whatever. Und auch nicht mit Dings-Charakteren und halt mit Speichern und Laden. Ist jetzt natürlich doof, weil es kein Blindplay mehr ist, aber das Spiel ist einfach zu krass zum Blindplayen. Also XCOM 1, das ging. Das war sogar ziemlich gut machbar. Aber bei XCOM 2 habe ich sogar auf dem Standard-Modus arge Probleme. Ist halt traurig. Das Spiel ist herausfordernd wie nochmal was. Das macht unglaublich viel Spaß. Ist frustrierend wie Sau. Einfach nur ein geiles Spiel. Wenn da Interesse wäre. Wenn jetzt zum Beispiel sagen, genug Leute, wie auch immer, wo ich halt dann merke und das Gefühl bekomme, hey, das wollen wir sehen. Geil. Dann mache ich das. Da könnt ihr euren eigenen Soldaten erstellen. Also ich erstelle ihn für euch. Ihr sagt halt, was für eine Klasse, wie er heißen soll, Nickname, Farbe, Brille, Blubs, Gesicht, Stimme, kann man alles machen. Komplett. Auch eine Biografie dazu, müsst ihr halt in die Kommentare schreiben, kann ich einfügen. Dann seid ihr mit dabei über XCOM 2. Das ist so ein bisschen interaktiv dann. Nicht wirklich, weil es immer noch ein Video ist statt ein Stream, aber hey, besser als gar nichts, wenn da Interesse ist. Oder halt nach wie vor Sins of Soul Empire. Das Ding ist, beide Videos hat nicht viel. Allerdings war XCOM 2 auch Englisch. Und ich weiß, dass meine deutschsprachige Community, der deutschsprachige Community-Anteil größer ist als der englischsprachige, der halt eigentlich bloß für StarCraft da ist. Eine neue Kolonie. Von dem her, aber schaut's mal, ich schau mir jetzt dann die Kommentare an. Schreibt's fleißig, davon hängt's jetzt ab, wie es mit dem Mittwochslot weitergeht. Vielleicht fällt er auch ganz weg. Je nachdem, wie ich Lust drauf habe. Ich muss halt Lust haben. Und da tragt ihr ganz groß dazu bei. Ihr tragt's zu allem bei. Dazu, wie groß der Kanal wird, wie aktiv ich werde, zum großen Teil, zum gewissen Teil könnt ihr das beeinflussen. Ich gebe das alles in eure Hand. Was ich nicht machen werde, ist mir jetzt ein neues Spiel kaufen, damit 10 Leute das anschauen. Das Geld habe ich nicht, sorry. Ich kann zocken, was da ist oder was mich 2-3 Euro kostet, aber da müssen auch genug Leute da sein und das Spiel muss mir Spaß machen. Das sind halt immer so 3-4 Faktoren, die zusammen wirken. Ja. Aber damit beende ich jetzt auch das Ganze hier. Bedanke mich wieder mal sehr fürs Zuschauen. Auch wenn es kurz war, hoffe ich, hattet ihr Spaß. Und auf jeden Fall Kommentare schreiben. Hier, ganz wichtig, jetzt zählt's. So ein bisschen zumindest. Auch gerne unter das Infovideo, das ihr vor diesem Video sehen hättet sollen, dürfen können. Und dann sehen wir mal weiter. Also, wie immer, einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Hier fliegen noch einmal 10.000 Millionen Raketen auf diesem Planeten zu. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.